Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. So, und zwar hatte ich ja gesagt, dass hatte ich euch gefragt, ob ihr hier Vorschläge für die Kisten machen könnt, für die Beschilderung, ob ihr da irgendwas Besseres habt. Und der User Kurzer Agent hat mir geschrieben, ob wir nicht die Krimskrams-Kiste hier umbenennen können. Und zwar werden wir das jetzt auch machen. Setzen wir das Schild hier mal hin und dann seht ihr auch direkt, was er vorgeschlagen hat. Und zwar Loots. Okay, mal gucken, ob das alles passt. Von krepierenden Kreaturen. Sehr gut, passt. Alles klar. Dann hätten wir das. Und darüber kommt natürlich auch sein Name. Wie schreibe ich das denn? Okay. Schreibe ich hier vorgeschlagen von? Ich schreibe einfach von. Und dann Kurzer Agent. Ja, passt ja auch wunderbar. Super, dann haben wir das. Loots von krepierenden Kreaturen. Das passt ja. Okay, dann passt hier das Brot nicht rein. Aber das werden wir dann später nochmal sortieren. Alles klar. Dann schauen wir uns mal an, was das Feld so macht. Ja, es wächst nicht wirklich. Okay, ich habe es ja auch gerade erst angepflanzt, aber ich muss hier auf jeden Fall noch einen Eimer hatte ich jetzt nicht, oder? Mal kurz nachgucken. Ich glaube, ich hatte keinen Eimer. Nein, hier ist kein Eimer drin. Und mal sehen, ob wir hier... Ne, wir haben keinen Eimer. Dann versuchen wir mal einen zu machen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der geht. Schon wieder vergessen. Gold können wir rausholen. Okay, da ist ein Rüstungsteil. So ein Mist, wie geht nochmal ein Eimer? Na, helft mir doch jemand. Super, Eisentür kann ich auch. Alles kann ich, nur kein Eimer. Okay. So geht auch kein Eimer. Was ist das? Achso, Eisenbeinschutz. Eisenhelm. Das ist eine Druckplatte. Ah, okay, ich muss auf jeden Fall mal nachgucken. Ich brauche auf jeden Fall, das habe ich ja immer noch nicht gemacht, mir so einen kleinen Helper. Da kann ich, glaube ich, da werde ich mein Notebook dafür nehmen. Um auch immer nachzugucken, damit ich jetzt nicht immer so lange rumprobieren muss. So, ich wollte nochmal hier hoch, um zu gucken, wie weit wir sind. Ja, um das nochmal allen zu zeigen. Sieht ganz gut aus. Ist natürlich noch eine mega Baustelle. Oh, die Sonne geht unter. Das macht aber nichts, denn wir wollen sowieso in die Höhle. Wir müssen Steine haben, damit wir hier weiterbauen können. Und das werden wir jetzt auch direkt machen. Besser ist das, damit wir vorankommen. Danach kümmern wir uns dann, wenn wir wiederkommen, genug Steine haben, erstmal um das Feld. Machen uns einen Eimer, füllen hier Wasser rein, erweitern das Feld und so weiter. Vielleicht haben wir auch dann ein paar Skelette. Damit wir hier genug Knochen haben. Dann können wir da auch ein bisschen beschleunigen. Jetzt höre ich hier schon wieder so einen Schleim. Ich mag die ja gar nicht. So, gehen wir einfach mal hier runter. Okay. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber war nur Einbildung. So. Ist hier jemand? Hallo?
Spinnweben, sind die neu? Ah, die kann man, glaube ich, mit dem Schwert ganz gut wegmachen. So. Ja, dann fangen wir einfach mal an, hier rumzuhacken. Können wir uns das Ganze hier mal ein bisschen besser frei machen. Hier unten kommt ja dann nachher die Schienen runter. Und dann müssen wir ja hier auch ein bisschen mehr Platz haben. Für die Waggons. Da wir ja eh Steine brauchen, kloppen wir jetzt einfach mal wie wild drauf rum. Da kommen wir leider nicht drum herum. Und wer von euch hat die Vorstellung gesehen von der neuen Xbox? Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich bin ein bisschen geteilter Meinung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Xbox. Denn eigentlich ist sie ja von den Features ist sie ja sehr gut. Also das Design ist jetzt nicht ganz so meins. Gefällt mir nicht hundertprozentig. Aber so was die Leistungsdaten angeht, finde ich, hat ja überzeugt. Das Einzige, was natürlich jetzt Microsoft, da kam ja jetzt direkt danach, kamen die Meldungen, dass Microsoft während der Veranstaltung, da hat man ja andauernd die Leute klatschen gehört und alle jubeln, begeistert und oh, super Teil. Ja, das war alles gefaked. Das waren wohl, also die Journalisten, die da drin saßen, sich das ja alles mit angeguckt haben. Die haben dann direkt nach der Veranstaltung, haben die getwittert, dass die, das ganze Applaus, der Jubel, die, ups, kein Licht mehr. Moment. Ich setz mal einfach mal hier eine Fackel hin, so. Hier oben Boden auch nochmal eine. Ja, das war alles gefaked. Also da haben die einfach mal ein paar Leute da hinten reingestellt, die dann Stimmung machen sollten. Das hat aber anscheinend auch nicht so wirklich geklappt. Also die Journalisten haben sich da nicht drauf eingelassen. Ja, ich find's auch ein bisschen armselig, also. Warum? Ich verstehe das einfach nicht. Also da könnte man doch lieber, wenn man so eine Veranstaltung macht, hätte man doch eher wirkliche Xbox-Fans einladen können. Also wirklich Gamer und Leute oder Familien oder egal wen. Alle, die von der Xbox begeistert sind und die nutzen und sich auch wirklich auf die neue freuen. Da gibt's ja bestimmt auch einige von. Und die hätte man doch einladen können zu dem Event. Die hätten auch ganz umsonst gejubelt und Applaus gegeben. Ja. Solche Meldungen sind natürlich dann nie gut, wenn man das von Blödsinn macht. Verstehe ich nicht. Also immer wieder kommt das. Das ist ja egal. Also das leistet sich, aber ist ja jetzt nicht nur Microsoft, die sich sowas leisten. Das ist ja fast jeder, der irgendwie ein neues Produkt vorstellt. Dann kommt dann immer im Nachhinein raus, ja, was nicht der Wahrheit entsprach, ne? War zum Beispiel das, weiß ich noch, bei dem, ich meine, das war ja bei dem Nokia Lumia 920, da haben die dann ein Video gedreht, oder eher gesagt, die haben ein Video gezeigt, was angeblich mit der Kamera von dem 920 gedreht wurde, mit dem Handy, und das hat ja auch einen Bildstabilisator drin. Und ich muss sagen, also ich selber will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe das Handy selber und ich muss sagen, funktioniert super. Aber die haben das Video nicht mit dem Handy gemacht, sondern halt mit einer richtigen Kamera. Und haben es aber dafür ausgegeben. Und da finde ich halt, ja, sowas ist doch totaler Blödsinn. Sowas kommt raus, sowas kommt meistens raus und ja, dann ist natürlich die die Werbung umsonst gewesen. Außer die haben es natürlich extra auf Negativschlagzeilen ausgelegt, aber das glaube ich nicht. Weil bei dem Video ist das ja zum Beispiel rausgekommen, die sind so fröhlich mit dem Fahrrad gefahren, juhu, und wollten damit demonstrieren. Bei jedem anderen Handy hätte... Oh, hallo. Oh, da kommen sie jetzt alle. Ach, komm schon. Ich... bin doch gerade hier am Erzählen. So. Aha, habe ich dich runtergeschmissen, du. Siehst du mal. Ja, und auf jeden Fall
Genau, fuhr da ja, bei dem Video fuhr dann einer mit dem Fahrrad, hat den anderen daneben gefilmt. Und normalerweise würde das ja dann super wackeln und bei. Und mit dem Bildstabilisator ist das natürlich dann alles. Hä? Okay, ich dachte gerade, da schießt jemand auf mich. Das war nicht so. Ja, und dann sind die aber an so einem Transporter vorbeigefahren. Ich glaube, der stand an der Seite. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall konnte man dann, wenn man das Bild angehalten hat, in der Scheibe von diesem Transporter sehen, wie halt das Video gedreht wurde. Und zwar halt, ja, von der, mit einer professionellen Kamera. Ja. Selbst schuld, wenn man so Blödsinn macht. Das hätten die eigentlich nicht nötig gehabt. Tja, so viel zu diesem Thema, aber wie gesagt, das macht ja eigentlich fast jeder. Jeder beschummelt im Fernsehen, wo ich oft denke, so braucht man doch gar nicht. Also es gibt, sind ja oft, das ist ja, das Traurige ist dann, dass das ja oft bei Produkten sind, die ja wirklich schon sehr gut sind und sehr gut was leisten und dann trotzdem, ja, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, wer da irgendwie in diesen PR-Abteilungen sitzt und sowas plant und sich dabei denkt, ah, wir müssen. Oh. Wir müssen das jetzt. Wir können doch jetzt nicht das wirkliche Produkt zeigen. Aber naja, es ist oft so, genau. Da fällt mir ein, gestern noch eine Hanuta-Werbung gesehen und da sieht man dann auch, wenn die schön, nachdem, da wird ja die Schokolade schön in der Schüssel gerührt, dann kommen die frischen Haselnüsse dazu und dann sieht man so ein Bild, wie die beiden Waffeln aufeinander gedrückt werden und dazwischen die Schokolade. Ja, und dann sieht die Schokolade so künstlich aus, also man sieht halt, dass das mit dem Computer alles gemacht wurde. Da denke ich mir auch, ja Leute, warum? Warum? Warum nimmt ihr nicht einfach wirklich ein Hanuta mit ein bisschen flüssiger Schokolade dazwischen und oder das sieht doch auch appetitlich aus und viel besser. Ja, anscheinend. Es muss immer alles auf Hochglanz poliert sein. Die Wahrheit, die will anscheinend gar keiner mehr sehen. Man will nur noch irgendwie, ja, also die Werbung zeigt einem eine Scheinwelt, die es so wirklich gar nicht gibt. Oh, aufpassen, was ist dahinter? Okay, nix. So, noch mehr Steine. Ah ja, hier unten ist ja eine Dungeon. Aha. Okay, cool, dann können wir ja. Das ist cool. Dann mache ich mal. Ich mach mal kurz hier wieder zu. Oder was ist hier unten? War ich da schon unten? Also ich probiere mal, ob ich hier. Mal eine Treppe runterbauen. Aha, Zombie. Na komm. Oh, da unten ist. Lava. Wo Lava ist, ist doch. Sind doch auch eventuell Diamanten, oder? Irre ich mich da? Ich meine, das ist doch so. Wow! Oh, hallo. Du hast mich aber jetzt erschrocken. Mann, kannst du doch nicht machen. Ich wollte nur ein bisschen Licht hier wieder hinzaubern. Was ist das hier eigentlich? Habe ich hier irgendwas zugemacht? Achso, das ist die Dungeon. Ah, alles klar. Die von da oben. Ah, cool, da ist ja auch der Eimer. Den nehmen wir direkt mit. Nehmen wir den anderen Krimskrams auch mit. Obwohl. Moment, das lassen wir erstmal noch weg. Wir wollen ja noch mehr Platz haben für Steine. Genau. So, jetzt muss ich aber da mal unten mal gucken, ob wir. Ein Schleimi.
Das sieht ja cool aus mit dem Wasser hier. Dass man da oben runter kommt. Was ist... Wer bist du da unten? Okay, Zombie. Stört mich nicht. Ich baue mich erstmal hier rüber. Und dann schauen wir uns mal an, was es da hinten so gibt. Und da würde ich sagen, das ist ein gutes Ende für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim fröhlichen Steine sammeln. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.